Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Ja, wir sind wieder hier in unserer Spielzeugkiste. Wie versprochen bin ich wieder zu unserem Freund hier hingelaufen, habe mich auch nochmal geheilt und ich wurde, glaube ich, auf dem Weg hierhin einmal angegriffen. Deswegen habe ich schon ein bisschen KP, ein bisschen BP verloren. Aber ja, wir haben jetzt Kuchen dabei. Oh, ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Ich verhunger gleich. Ich muss was essen. Ich brauche einen süßen Kuchen. Ein Kuchen mit Sahnehäubchen und Keksstückchen. So, Kuchenhammer, dreimal. Das heißt, einmal können wir den abgeben, zweimal können wir selber essen. Bitteschön. Ich hoffe, du bist zufrieden. Oh, köstlich. Das ist sagenhaft gut. Irgendwas ist falsch gelaufen. Was ist das? Ein Kochbuch. Gourmet Guy hat diesen Buch, hatte dieses Buch. Zeige es einem Meisterkoch. Okay, cool. Perfekt. Jo, und wir können jetzt auf die andere Seite rüber. So. By the way, wir haben ja jetzt auch Frostschaden. Können wir hier lang? Nee. Und da drüben kam jetzt auf jeden Fall auch einer, der ist ein bisschen feurig gewesen. Und ihr habt mir auch schon gesagt, ich soll mal ein paar Orden abrüsten. Der Stachelorden macht ja wohl aktuell nicht so viel Sinn, ne? Also, dass ich... Hab ich den überhaupt noch? Hier, Stachelschildorden macht eurer Meinung nach nicht so viel Sinn. Ich meine, theoretisch kann ich ja auch einfach einen Hammer benutzen, ne? Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Ist vielleicht jetzt auch gar nicht so die schlechte Idee. Zwei BP trifft Mario einen Gegnercharakter. Das ist eigentlich ganz geil. Vielleicht sollte ich den mit reinnehmen. Kostet halt auch nur einen Punkt. Macht dein Hammer ordentlich Feuer unterm Stiel. Ja, ist nicht so geil. Powerhauer. Der Power verbraucht 2 BP. Ja, ist halt nochmal ein aufgeladener Angriff. Und dann mache ich Erdbeben noch, oder? Erdbeben und Wirbelschlag. Mache ich die zwei. Obwohl der Anti-V-Hieb ja auch ziemlich geil ist. Macht das leichter, Angriffe auszuweichen. Ja, ich denke, so mache ich es erstmal. Ne, dann haben wir einen Flächenangriff. Da haben wir jetzt einen Wirbelschlag, der auch so ein bisschen flächenangriffmäßig unterwegs ist. Ich sag mal, ein Anti-V-Hieb wäre, glaube ich, ganz geil, wenn du einen Gegner hast, der halt richtig am Blocken ist. Ja, müssen wir mal sehen, dass wir das beim nächsten Mal wieder mit reinkriegen. Ja. Okay. Oder wir machen halt einfach den. Wunderbar. So, da brennt auf jeden Fall einer da hinten. Den checken wir uns erstmal kurz aus. Scanner. Der Pyro-Guy war das jetzt, ne? Das ist ein Pyro-Guy. Pyro-Guys sind richtig heiß. Jeder Kontakt mit ihnen verursacht Brandschaden. 7 KP, Angriffskraft 4. Ihre hohe Angriffskraft macht sie zu würdigen Gegnern. Attacken, die mit Wasser oder Schnee zu tun haben, erweisen sich als besonders effektiv. Okay, vielleicht können wir den auch als erstes irgendwie wegbashen. Denn wir haben ja einen Power Jump. Vielleicht reicht aber auch normaler, theoretisch. Ich mach mal. Jo. Vollkommen easy, die zu klatschen. Okay, jetzt kriegen wir aufs Maul. Wow. Nice. Okay, das war unvorhergesehen. Theoretisch. Ah, nicht ganz gereicht. Schade. Okay, komm. Dann machst du auch nochmal den. Da machen wir jetzt keinen Salatschüssel auf. Was macht der da? Nein, Unterstützung. Da kann ich einfach Unterstützung rufen. Okay, ein Powerjump bitte. Bam, weggeballert. Und nochmal kopflos hier. Miau. Zack, zack. Ich hoffe, der greift an und ruft dich nochmal Unterstützung. Er ruft wieder Unterstützung. Was ist da los? Jetzt holt er noch so ein. Power Jump. Let's go. Bam, 7 Schaden. Ich verbrauche halt gerade ein bisschen BP dafür. Aber hey. So. Jetzt haben wir 10 Punkte, oder? Ja. Nicht schlecht. 83. Geil.
Nehmen wir mit. Bisschen Geld. Geld, 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 Geld. So, und was haben wir hier drin? Auch noch ein bisschen Geld. Bisschen Geld und in der Mitte? Ah, das ist so gut der Tipp, dass ihr, den ihr mir gegeben habt, hier in der Mitte immer nochmal dran zu hüpfen. Das bringt es auf jeden Fall ziemlich gut. So. Zack, zack. Schon wieder keinen Erstangriff gemacht. Ah ne, ich dachte gerade, das ist ein anderer, aber nee, ist gar kein anderer. Wisst ihr was? Ich mache mal einen Sternsturm. Denn das müsste, glaube ich, alle wegkillen. Mit einem Schlag. Sollte man eigentlich immer mal nutzen, oder? Wenn das voll ist. Warum soll ich das nicht nutzen? Dü-dü. So. Geht viel schneller, ich spare BP und KP. Warum nicht? Herzchen gibt's auch noch. Wunderbar. So, ein bisschen Geld. So, dann haben wir hier wieder was. Zack, zack, zack. Jawohl. Geil. Richtig schön viel Kohle. So, der Pyro-Guy. Komm, ich will... Was ist denn mit dir falsch? Ganz ehrlich, was soll das denn? Okay, das sind sehr, sehr viele. Mache ich einen Multisprung drauf? Ja. Okay. Haben wir die nämlich schon mal so halbwegs weg. Mitglied wechseln, dann nehmen wir Cooper. Ich hoffe, das klappt, was ich vorhab. Und dann mache ich hier einfach einen Powerpanzer. Jo, geil. Sehr schön. Kein Problem. Und wir sind gleich Level up. Die Frage ist, was machen wir? Leben, BP? I'm not sure. Dö, 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 dö. So, da sind wir hier bei dem Hebel angekommen. Was macht der denn? Dieser wunderschöne Hebel. Ah ja, damit können wir jetzt quasi zum nächsten Bahnhof weiterfahren. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder wie? Naja. Gegner sind ja alle tot. Dü, 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 dü. Ja, ich glaube, ich nehme BP, oder? BP? Oder Ordenpunkte? Mann, ich mag Ordenpunkte. Aber zu viele Ordenpunkte sind halt auch nicht gut, ne? Ich weiß ja. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Können wir unsere Leute eigentlich noch eine Stufe verbessern? Das wäre ja sowas von geil. Zack. Zack. So, wir speichern einfach mal. So, wir sind jetzt vom blauen zum rosan. Beim roten Bahnhof waren wir noch gar nicht, oder? Also jetzt wird man jetzt erstmal zum grünen weiterfahren. Theoretisch. Da drüben waren wir ja schon. Ja dann. Gucken wir mal. Zack, Feuer frei und auf zum grünen Bahnhof. Let's go. Wir sind noch halbwegs gut drauf. Denke ich. So, es gibt immer einen Speicherpunkt am Bahnhof. Ankunft grüner Bahnhof. Willkommen am grünen Bahnhof. Wäre aber irgendwie ganz geil. Okay. Wäre irgendwie ganz geil, wenn es immer einen Heal Point gäbe. Das wäre wahrscheinlich too much. Aber ich denke mal, vom Boss kriegen wir auf jeden Fall noch einen. Was auch immer der Boss ist. Vielleicht ist Gourmet Guy der Boss. Oh shit! Brauche ich da die richtige Reihenfolge? Bestimmt, hä? Ah, wir kriegen wieder ein Item. Was war denn das? Bananensaft? Du schaffst es! Du schaffst es! Du schaffst es! Oh Gott! Was treibt's, Leute?
Na komm. Wir werden schon nichts bekommen für Geld, oder? Hä, und jetzt? Doch was bekommen für Geld? Er da drüben kommt gar nicht mehr klar auf sein Leben. So. Zack. Ja, und jetzt? Hier passiert ja auch nichts. Da kann ich nicht vorbei, oder? Das. Nee, das funktioniert nicht. Muss ich machen? Du. Hä? Muss ich das verstehen? Das ist komplett. Das blockiert mich komplett hier, das Ding. Ah, warte mal. Na, ah, wie cool. Da musst du aber erstmal drauf kommen. Oh shit. Das sieht mir auf jeden Fall nach einem Flächenangriff aus. Also da nehmen wir auf jeden Fall Cooper mit an Start. So, Mitglied wechseln. Cooper, let's go. Da bashst du auf jeden Fall mal voll Kanüle rein. Wir machen einen Multisprung. So. Aber Kuba macht mit 3 Schaden, ne? Ist doof. Bombette. Bombette muss das machen. Bam. Sonst kriegen wir von allen einen Schaden ab. Das wäre mir zu viel. So, wir sind Level ab. Geil. Ja, passt eigentlich, ne? Dann nehme ich BP. Oder? Ja, ich nehme BP. Ich nehme BP. Nee! Was soll das? So, Geheimnotiz. Zeigt diese Notiz jemanden, der klug ist. Toll. Danke für diesen außerordentlich krassen Hinweis. Oh Gott, nein. Oh nein, nicht der. Start. Ja, Money! Was passiert, wenn ich einen Stern habe? Alter, wie schnell das Geld weggeht, ne? Ah, okay. Das kann doch nicht ernst sein. Guck mal. Na toll. Dü. Spring! Ach, ist nur einer. Boah, da. Wenn es nur einer ist. Aber trotzdem. Nervig. Warum? Bam. Dü. Gibt auch nur einen Punkt. Ist das traurig? Das ist ja so traurig. Muss doch nicht sein. Oder es muss doch nicht sein. So, ich möchte Sterne. Was passiert, wenn ich 3 Sterne habe? Da gibt es doch bestimmt einen Sternsplitter oder so. 100 pro gibt es einen Sternsplitter. So. Ist das jetzt einfach nur Zufall oder? Jetzt gibt es 2-mal Geld und... Okay. Thank you.
Hä, wie oft soll ich das jetzt machen? Oh, super, danke. Warte mal. Kann ich die zufällig schon mit dem einen Orten wegbashen? Nochmal kurz den Wirbelschlag raus und... Mach mal den... Wie heißt denn der? Erstangriff. Geht das schon? Da sind die echt noch zu stark für, ja? Ist das dumm? Also sorry, das ist ja echt nervig. Kann ich nicht gegen alle gleichzeitig kämpfen? Also ich finde das doof. Also die hätten so ruhig auch schon one-hitten können, oder? Das ist doch bescheuert. Jetzt kämpfe ich da gegen fünf von denen. Ich hoffe, das passiert nicht jedes Mal, wenn ich dreimal Schallgeist ziehe. Aber ich will ja die Sterne haben. Ich brauche Sternsplitter. Ich denke mal, ich werde einen Sternensplitter bekommen, wenn ich dreimal Stern habe. Aber das ist ja wieder so ein 100% Zufall-Ding wahrscheinlich. Oder? Ja, zum Glück geht's schnell. Aber hätten sich trotzdem sparen können, ganz ehrlich. Wenn ich schon den Erstangriff Orden hab. Nö, 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 nö. Na egal. So, ich hoffe halt. Wir kriegen das jetzt irgendwie auf die Ketten, dass wir dreimal Sterne bekommen. Dreimal Münzen gleich zu Beginn. Richtig Cash abgesahnt, aber dann. So. Wie machen wir das? Zack. 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 Ist wieder nur Geld. Warum? Das ist nervig, ey. Ich will das aber auch nicht wieder schneiden. Das ist doch... Ach, Mann. Ständig muss ich hier was schneiden. Weil die hier so ein Zufallsgenerator-Ding reinbauen. Das ist so oft. Komm her, du Spacki. Ich sehe das schon kommen. Ich bekomme hier noch ein Level-Up durch die. Guck mal, jetzt haben wir schon wieder unsere Sternpunkte voll. Oder haben wir das durch selber abbekommen? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. So. Kann ich das irgendwie beeinflussen? Ich glaube nicht, ne? Wird wahrscheinlich einfach nur Glück sein. Reicht das? Hier gibt's einen Pilz. Wahnsinn! Wahnsinn! Also wenn du zwei hast, dann kommt auf jeden Fall schon mal... Nein! Mach mal später. Aua. Oh, das sind auch wieder ordentlich Gegner. Wie machen wir das? Ich glaube... Ja, komm, dann machen wir Sternsturm. Da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf auf die Gegner. Dann machen wir Sternsturm. Wenn wir das haben, dann sollten wir es benutzen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir bekommen einen Sternsplitter, wenn wir dreimal Sterne haben. Aber ich kann jetzt nicht hier bleiben und warten, bis wir die bekommen. Das dauert zu lange. Das kann ich nicht machen. So. Dü. Ganz davon abgesehen, dass der Part sowieso gerade rum ist. Ah, okay, ich probiere offscreen nochmal und schalte dann ein, wenn wir das vielleicht haben. Bis zum nächsten Mal. Gerne liken, kommentieren. Zu Paper Mario. Tschüssi, Leute.